Warum werden Rinder eigentlich enthornt? Sieht man Rinder auf der Weide oder im Stall, stellt man schnell fest, die meisten Tiere bei uns haben gar keine Hörner. Nur selten sieht man noch Rinder, die Hörner besitzen. Doch woran liegt das? Von Natur aus sind die meisten Rinderrassen bei uns in Mitteleuropa behornt. Nur wenige Rinderrassen haben natürlicherweise keine Hörner. Man spricht hier von genetisch hornlos. Bei der überwiegenden Zahl der Tiere wurde durch die Landwirte verhindert, dass ihnen Hörner wachsen. Früher waren die Tiere im Stall festgebunden und konnten sich wenig bewegen. Daher war auch das Verletzungsrisiko durch die Hörner zwischen den einzelnen Tieren oder für den Landwirt nur gering. Seit die Tiere, die bis zu 800 Kilogramm wiegen, sich jedoch in den Ställen frei bewegen können, greifen die Landwirte immer häufiger zum sogenannten Enthornen. Streng genommen ist der Begriff Enthornen eigentlich falsch. Denn es geht hier nicht darum, dass den Tieren die Hörner abgeschnitten werden. Vielmehr soll bereits bei den jungen Kälbern verhindert werden, dass sich die kleinen Hornknospen zu ausgewachsenen Hörnern entwickeln. Üblicherweise wird dies zwischen der 2. und 6. Lebenswoche der Tiere durchgeführt. Damit dies für die jungen Kälber möglichst stress- und schmerzfrei abläuft, bekommen sie zunächst ein Beruhigungsmittel und zusätzlich noch ein Schmerzmittel verabreicht. Nachdem das Fell rund um die Hornknospe geschoren wurde, wird das Gewebe mit einem Brennstab ringförmig um den Hornansatz so verödet, dass die Nährstoffversorgung der Hornanlage unterbrochen wird. Diese Arbeit verrichten die meisten Landwirte nicht gerne. Aber ähnlich wie dem Impfen bei uns Menschen gilt es auch hier zwischen dem Wohl der Tiere und möglichen Gefahren abzuwägen. Anschließend wird noch ein Wundspray aufgebracht. Langfristig sollen Rinder so gezüchtet werden, dass sie von sich aus keine Hörner mehr entwickeln und man so auf das Enthornen ganz verzichten kann. Dieser Prozess steckt jedoch noch in seinen Anfängen und genetisch hornlose Rassen sind noch nicht weit verbreitet. Weitere Informationen gibt es hier: www.wegedermilch.de